Hi Leute, das ist Sanu hier. Heute zeige ich euch, wie ihr an das Drachenjäger Großkatana rankommt. Wie ihr hier seht, ziemlich geiles Ding. Natürlich habe ich zu wenig Stärke, um das anständig handhaben zu können. Ich kann aber ein sehr geiles Moveset zu haben und die Spezialattacke ist hier so ein Hochspringen und dann so ein Schlag nach vorne. Und macht doch gefühlt auch noch ein bisschen. Genau, je nachdem, wie lange ich es festhalte wohl. Hier seht ihr es. Moment, hier sind wir. Drachenjäger Großkatana natürlich 15 Stärke braucht ihr und 20 Geschicklichkeit, um es perfekt nutzen zu können. Kein normales, sondern Großkatana löst es trotzdem Bluteffekt aus. Das ist ganz nice. Und das einzigartige Talent, Drachenwundenhieb. Dieses Talent wurde für die Jagd auf kolossale Drachen entwickelt und umhüllt die Waffe mit einer zerklüfteten Aura aus Kieselsteinen, bevor sie einen hohen Sprunghieb ausführt. Sie kann aufgeladen werden, um ihre Kraft um bis zu 2 Stufen zu erhöhen. Ladet den Angriff auf, um die Aura abzufeuern. So, und wie ihr da rankommt, das zeige ich euch jetzt. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns am Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video.